Und trotzdem wollen wir heute der Sache auf den Grund gehen. Welche Verbindungen gibt es tatsächlich zwischen der AfD und den rechtsextremen Gruppen? Was gibt es quasi an Neuem darüber zu wissen? Seit auch diesen Recherchen, darüber sprechen wir heute mit dem einen der beiden Parteichefs, Tino Chrupalla, und mit dem RBB-Investigativjournalisten Olaf Sundermeier. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Chrupalla. Wir haben die Bilder gerade gezeigt. Es waren an diesem Wochenende rund 900.000 Menschen, die bundesweit auf die Straße gegangen sind. Wir haben gerade darüber geredet. Macht das auf Sie Eindruck, diese vielen Menschen? Ich finde es gut, dass man seine Bürgerrechte nutzt. Das ist ja verfassungsmäßig verankert. Und wenn Bürger mit der Regierung und für die Regierung auf die Straße gehen, dann kann man das nur begrüßen. Und 83 Millionen Menschen sind aber auch nicht auf die Straße gegangen. Mit der Regierung und für die Regierung, das ist, glaube ich, nicht zutreffend. Ich denke schon, wenn Herr Scholz und auch Frau Baerbock zu diesen Demonstrationen aufgerufen haben, in Potsdam ja selbst dabei waren, dann ist es schon ein bisschen erstaunlich, da muss man sich schon ein bisschen fragen, wenn der Bundeskanzler also mitdemonstriert, dann fragt man sich, für was oder gegen was demonstriert er eigentlich? Er ist also Bundeskanzler. Sie sind der Meinung, wie Herr Höcke, das sind bestellte Massen? Das habe ich nicht gesagt. Deswegen frage ich Sie. Ja, ich habe gerade gesagt, das habe ich nicht gesagt und das würde ich auch nicht so sagen. Mhm. Gut, es ist ein breites Bündnis, da sind die Kirchen dabei, Gewerkschaften, Unternehmer, alle möglichen Leute, die nicht die Regierung sind. Sie sagen trotzdem, es ist sozusagen mit der Regierung. Ja, es gab ja Aufrufe von Regierungsvertretern und es gab ja auch Demonstrationen, zum Beispiel auch bei uns in Görlitz, wo der ehemalige Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer auch aufgetreten ist und zum Teil auch eben mit der Antifa dort demonstriert hat. Also mit klar. Also Sie sehen da nicht mit klaren Vertretern, die auch zu Gewalt aufrufen, extremistische Organisationen waren eben auch dabei. Das muss man einfach auch ehrlicherweise sagen. Wie hoch, glauben Sie, ist der Anteil derer, die... Ich schätze keine Anteile. Ich habe es gesehen, ich habe es in eigenen Bildern gesehen und habe natürlich auch Aufrufe zu Gewalt gesehen, auch Aufrufe zum Beispiel wie in Aachen, wo man mit Transparenten vorab gegangen ist, AfDler töten. Und ich denke, das sollte eigentlich bei Demonstrationen nicht der Fall sein. Das sollte auch juristisch geahnt werden. Haben wir nicht gesehen, können wir nachreichen. Herr Sundermeier, mal im Netz gibt es den Verdacht, Fotos werden gefälscht, Zahlen übertrieben. Gibt es eine Strategie eigentlich innerhalb der AfD? Sie beschäftigen sich seit 20 Jahren nicht, also mit dem Rechtsextremismus und seit 10 Jahren mit dieser Partei, die sozusagen diese Vorkommnisse dann so einwertet? Ja, das macht die AfD mit ihren Bündnispartnern aus den alternativen Medien, die seit dem Aufkommen von Pegida 2014 in großer Weise aktiv sind. Also Menschen, YouTuber, Blogger, die AfD immer wieder zu sich einlädt, die man als Partner sieht, die Gegenöffentlichkeit bespielen, die so eine Behauptung zu sagen, das stimmt alles nicht, was dort die sogenannten Mainstream-Medien verbreiten, was ARD, ZDF, aber auch die Zeitspiegel, andere verbreiten. Das stimmt alles nicht. Es korrespondiert mit der Medienfeindlichkeit der AfD und anderen zu sagen, wir sind die Lügenpresse, also das Aushöhlen von dem grundsätzlichen Vertrauen in die Medienberichterstattung, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, folgt der Strategie seit mindestens 10 Jahren, seit Pegida, uns Medienschaffende unglaubwürdig zu machen, um das eigene Narrativ, was man in die Welt setzt, seht ihr das Foto, was die ZDF heute dort verbreitet von der Demonstration in Hamburg, ein DPA-Foto im Übrigen, ist gefälscht, ist manipuliert, was nicht stimmt, verfängt in dieser Öffentlichkeit, die man sukzessive über mehrere Jahre aufgebaut hat. Und das sind Strategien, die wir im Prinzip aus Russland kennen. Es gibt eine, die sich gegen diese Recherche auch noch mal sehr laut zur Wehr gesetzt hat. Ihre Parteichefin, Kollegin Alice Weidel, nach eben dem Bekanntwerden der Erkenntnisse vom Recherchenetzwerk Korrektiv, ist sie mit einer Pressekonferenz quasi in den Gegenangriff gegen diese Recherche gegangen. Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen. Herr Chrupalla, Sie kommen aus dem Osten, Sie kennen die Stasi. Würden Sie diesen Vergleich auch so ziehen? Sind das Stasi-Methoden für Sie?
Ja, absolut, natürlich. Und wir haben es ja gesehen, wie das auch vonstatten ging. Es waren keine Journalisten, die das im Übrigen aufgedeckt haben. Es sind für mich ganz klar Aktivisten. Wir wissen, wie sie finanziert werden. Auch das sollte man ja vielleicht mal hinterfragen von SPD-nahen Stiftungen, von Staatsgeldern. Und natürlich, es war gut vorbereitet. Man hat dort Boote gemietet. Man hat auch die Wohnung beziehungsweise dort diesen Raum verwanzt. Was ist es sonst? Was ist es sonst, wenn dort auch ein Mitarbeiter dabei war, der mit einer Apple Watch dort die Gespräche und auch die Personen dort mitgefilmt hat? Verwanzt können Sie, glaube ich, nicht belegen. Das wäre ja auch, dann würden wir auch in den strafrechtlichen Bereich kommen. Ja. Und es gibt ja Anzeigen auch gegen die Korrektivmitarbeiter. Aber wollen wir mal abwarten, was da herauskommt. Aber wenn es denn so wäre, dann wäre aber auf alle Fälle kann man das sehr wohl, und gerade weil ich aus dem Osten komme, Frau Maischberg, kann man das sehr wohl vergleichen. Das erinnert mich wirklich an düstere Zeiten. So, die Finanzierung von Korrektiv können wir gerne ins Netz stellen. Das sind sehr viele unterschiedliche, also Mercator-Stiftungen, andere Stiftungen, die überhaupt nichts mit Parteien zu tun haben. Es ist tatsächlich vom BKM auch ein Beitrag dabei. Es sind Privatspenden, können Sie gerne bei uns im Faktencheck dann nachlesen. Herr Sundermeier, der Vorwurf der Stasi-ähnlichen Methoden, kann man den erheben? Denn das war ein privates Treffen, das man eben offensichtlich mit Kameras von draußen, mit Gedächtnisprotokollen. Aber es gibt ein großes öffentliches Interesse. Das ist relevant, was dort besprochen wird. Wir alle, die wir uns mit der AfD und dem Rechtsextremismus beschäftigen in der Region, kennen diese Treffen in der Villa Adlon. Kommen immer wieder AfD-Politiker. Das ist die Villa, die wir hinter uns sehen. Genau, in Potsdam kommen immer wieder AfD-Politiker mit Vertretern der neuen Rechten, also Bündnispartner auch aus der rechtsextremistischen Szene, zusammen. Solche Treffen gibt es rund ein halbes Dutzend in und um Berlin rum. Morgen Abend wird es wieder ein Treffen an einem vergleichbaren Ort geben, wo sich führende AfD-Politiker treffen. Ansonsten ein Netzwerktreffen des aufgelösten Flügels von Björn Höcke, der jungen Alternativen, der rechtsextremistischen Identitären, auch der Jugendorganisation der Neonazi-Partei des Dritten Weges. Man trifft sich dort regelmäßig an einem dieser, dieser Orte. Die AfD ist eine Bewegungspartei. Mhm. Sie ist der parlamentarische Arm, oder sie hat sich in den vergangenen Jahren zum parlamentarischen Arm der rechtsextremistischen Bewegung insgesamt deutschlandweit bewegt. Sie hat Erfolg dadurch, dass sie mit Bündnissen wie Pegida zusammenarbeitet, dass sie mit dem Institut für Staatspolitik aus Sachsen-Anhalt erkanntermaßen rechtsextremistisch um diese Figur Götz Kubitschek zusammenarbeitet. Die Identitären, das sind alles Leute, die im Prinzip auch inzwischen die Mitarbeiterschaft nicht nur in der Bundestagsfraktion von Herrn Kupala ausmacht, auch in verschiedenen Landesverbänden dort die Abgeordnetenbüros mit diesen Leuten durchsetzt hat. Und man sieht sich als gemeinsame, schlagkräftige, politische Kraft in Deutschland, wo die AfD den parlamentarischen Part besetzt und diese anderen Organisationen, Gruppierungen den vorpolitischen Raum bearbeiten, wie zum Beispiel Herr Sellner, der dort diesen Vortrag... Der Chef der Identitären, Österreicher Martin Sellner, der von der millionenfachen Ausweisung, Abschiebung von eben Asylbewerbern, aber eben auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft gesprochen hat. So, das sind Bündnispartner der AfD, die sich an verschiedenen Orten treffen, immer mal wieder, auch in der Villa Adlon, was wiederum dieses Recherchekollektiv zum Anlass genommen hat, zu sagen, wir müssen da genauer hinschauen. Und das, was öffentlich wurde, diese Fotos, die von einem Saunaschiff aus offensichtlich gemacht wurden, um zu dokumentieren, wer dort ist, oder ein Mitarbeiter, der unter falschen Namen dort eingeschleust wurde in dieses Hotel, sind absolut legitime journalistische Methoden, mit dem Ergebnis, das, was dort abläuft, für eine große Öffentlichkeit einmal im Prinzip vortragen zu können. So, der Vorwurf lautet, Sie sind der parlamentarische Arm von? Der rechtsextremistischen Bewegung in Deutschland. Wollen Sie sich dazu verhalten? Ja, das weise ich zurück. Wir lehnen jede Art von Extremismus ab. Und das ist auch Sie ganz haben klar. Rechtsextremisten in Ihrer Bundestagsfraktion, einzelne Bundestagsabgeordnete. Ich finde es schon ein bisschen, wer heute Rechtsextremist ist, und das ist ja mittlerweile, wird ja dieser Begriff auch inflationär in allen Bereichen verwendet. Und das wissen wir ja aktuell auch.
ohne dass man sich dagegen auch wehren kann. Es werden einfach Leute in Schubladen gesteckt und als Rechtsextremist bezeichnet, die es mitnichten sind. Wir stehen als Partei und auch als Fraktion ganz klar zum Grundgesetz. Wir sind Grundgesetzpartei und dazu bekennen wir uns auch. Und von daher muss ich das strikt zurückweisen und nochmal auf dieses ominöse Treffen zurückzukommen. Wir müssen ja mal insgesamt erklären, es war keine AfD-Veranstaltung. Es wurde auch nicht von einem AfD-Mitglied eingeladen. Das ist Punkt 1. An diesem Treffen, was ich jetzt erfahren habe mit den Gesprächen, mit den Teilnehmern, die ich kenne, es waren 5 CDU-Mitglieder dabei und 4 AfD-Mitglieder. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Viele Unternehmer waren dabei und einen Herrn Sellner kenne ich nicht. Und was er programmatisch dort noch dazu als Österreicher sagt, ist mit unserer Programmatik nicht vereinbar. Und deswegen hat es auch keine programmatischen Auswirkungen auf unsere Partei. Ihr Abgeordnetenkollege Matthias Helfferich, rechtsextremistischer Bundestagsabgeordneter aus Dortmund, Wahlkreis Dortmund, hat am vergangenen Freitag eine ähnliche Runde in seinem Wahlkreisbüro, ich war am vergangenen Freitag in Dortmund, eingeladen, unter anderem Götz Kubitschek, den Kopf dieser Gruppierung als Schnellroder in seinem Wahlkreisbüro. Das ist ein Beispiel. Es gibt andere Abgeordnete. Es gibt den Bundesvorsitzenden der Jungen Alternativen, Hannes Gnauk aus der Uckermark, auch ein erwiesener Rechtsextremist, der sich jetzt, der all das, was dort stattgefunden hat, in der Wieder... Wer bewertet denn, dass Herr Gnauk zum Beispiel erwiesen Rechtsextremist ist? Zum Beispiel der militärische Abschirmdienst. Heute bewertet ist der Verfassungsschutz. Ja, der Verfassungsschutz. Das ist alles. Den Sie ja grundsätzlich in Frage stellen. Ich stelle nicht den Verfassungsschutz in Frage, ich stelle die Methoden in Frage, wie wir jetzt gerade gesehen haben bei diesem Treffen, und ich stelle die Einordnung in Frage. Die Methoden in Frage, dass Journalisten Fotos machen? Die stelle ich sehr wohl in Frage. Das sind Stasi-Methoden und hat Frau Weidel absolut recht. Mhm. Wenn man so agiert, Sie haben selbst in einem Privattreffen gesprochen, wenn Sie sich privat treffen würden, würden Sie das teufeln, wenn draußen Fotografen stünden? Ich bin kein Politiker. Ja, das mag ja sein, aber nichtsdestotrotz, auch da waren nicht Buspolitiker, da waren Unternehmer gewesen und normale Privatleute. Leute. Auch das gehört zur Wahrheit. Darf ich fragen, Herr Kupala, wenn es eine private Zusammenkunft war, warum trennt sich dann Frau Weidel von einem, der dabei war, nämlich ihrem Referenten Roland Hartwig? Es ist Ihre private und persönliche Entscheidung gewesen. Er ist Mitarbeiter bei Frau Weidel, das ist richtig. Und ja, aber sie sagt, das steht im Zusammenhang. Also sie sagte, Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen. Ja, ich denke, dass es schon wichtig ist, wenn gerade ein Mitarbeiter noch dazu auf dieser Ebene eines Parteivorsitzenden, dann sollte schon die Parteivorsitzende oder der Parteivorsitzende wissen, wo der Mitarbeiter ist, ob es abgesprochen ist. Und es war eben nicht abgesprochen. Wenn es ein privates Treffen ist. Nochmal, sie war nicht informiert. Und wenn mein Mitarbeiter mich gefragt hat, ob er da hingehen soll, hätte ich klar gesagt, geh da nicht hin. Warum nicht? Weil ich zum Beispiel die Einladung und auch die Beteiligung von Herrn Sellner grundsätzlich kritisch sehe, ganz klar. Aha, das heißt, es ist kein privates Treffen, wenn Herr Hartwig hingeht? In diesem Fall war es keins. Okay. Und wäre es ein privates Treffen gewesen? Es waren aber Privatleute da und das muss man sehr wohl unterscheiden. Aber es ist ja auch... Ja, und ich meine, als Politiker unserer Partei ist es ganz normal, dass ich mich mit Unternehmern treffe, auch mit Politikern anderer Parteien. Das gehört ganz dazu. Und da möchte ich nicht bespitzelt werden oder ausgehorcht oder fotografiert werden. Das gehört sich nicht. Wenn Sie dort Dinge bereden, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen... Welche Dinge wurden dort besprochen, die nicht grundgesetzkonform sind? Es gibt weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Anzeige. Es gibt gar nichts. Und selbst der Verfassungsschutz hat das im Innenausschuss des Deutschen Bundestags bestätigt, dass es dahingehend nichts gibt. Und das sind einfach die aktuellen Fakten. Und ich muss Ihnen da ganz ehrlich auch ein Stück weit den Ball zurückspielen. Ich habe gestern die Tagesschau mir angeguckt. Und da wird in den Tagesschau-Nachrichten von Deportation gesprochen. Dieses Wort ist mit den Beteiligten, mit denen ich dort gesprochen habe, nicht ein einziges Mal gefallen. Mhm. Und das finde ich ein Stück weit eine Lüge der Tagesschau, dass man hier dieses Treffen mit Deportation gleichsetzt und dieses Wort auch noch benutzt. Gut, wie würden Sie es denn nennen, wenn man darüber redet, dass man millionenfach Menschen aus diesem Land bringt, in 3 Gruppen, das eine sind Asylbewerber, das andere sind Ausländer mit Bleiberecht und dann die schwierigste Gruppe, nicht assimilierte Staatsbürger, letztere sind das größte Problem, das ist so gefallen, sagt dieses Recherchenetzwerk. Es wird gesprochen von einem Musterstaat in Nordafrika, wo 2 Millionen Menschen untergebracht werden können. Und bis dahin muss man mit hohem Anpassungsdruck, mit maßgeschneiderten Gesetzen dafür sorgen, dass die Menschen verschwinden. Erhalten Sie das verfassungskonform?
Sie haben jetzt eine ganze Reihe davon vorgelesen. Teilweise sind das politische Forderungen, die mittlerweile auch die CDU übernommen hat. Die wenn Abschiebung Sie das, Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Nein, Moment, das hat von unseren Politikern, die da war, kein Mensch gesagt. Herr Sellner hat es gesagt. Nochmal, Herr Sellner ist Österreicher und kein AfD-Politiker und auch kein Politiker. Er ist Teil der identitären Bewegung, ja, mit denen Sie übrigens nochmal einen Unvereinbarkeitsbeschluss haben. Das heißt, eigentlich dürfen Sie mit denen gar nichts zu tun haben. Nein, Moment mal, ich habe gerade gesagt, dass ich mit Herrn Sellner nichts zu tun habe und dass es auch nicht unsere Programmatik beeinflusst. Ganz klar. Aber für uns ist ganz klar, dass natürlich sehr wohl Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, und das sind über 300.000, dass die abgeschoben werden müssen. Das muss Aufgabe der Politik sein. Reden wir über deutsche Staatsbürger. Staatsbürger natürlich überhaupt nicht. Das ist ganz klar gegen unsere Programmatik und das werde ich niemals vertreten. So, erst einmal zu dem Punkt, die identitäre Bewegung sagt, Herr Kropalla hat nichts mit der AfD zu tun. Das ist die Bewegung von Herrn Sellner. Stimmt das so? Nein, es gibt zahlreiche Aktivisten, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, die sukzessive in die Landtagsfraktion, auch in die Bundestagsfraktion als Mitarbeiter Einzug gefunden haben. Einer dieser Menschen hat auch dort gesprochen, Herr Müller. Wer ist Herr Müller? Herr Müller ist ein Identitärer aus der, ich würde sagen, Anti-Antifa. Das heißt, es ist eine Parteimitglied. Er ist Mitarbeiter. Nochmal, er ist kein Mitarbeiter in der Bundestagsfraktion. Nein, in der Bundestagsfraktion ist er schon mal gar nicht. Mitarbeiter bei einem Bundestagsabgeordneten. Es gibt zahlreiche. Aber nicht bei der Fraktion, da muss man schon ein bisschen genauer sein. Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Ja. Es gibt zum Beispiel den Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, die rechte Hand von Götz Kubitschek, Herr Lehnert, der wechselt hin und her zwischen der Mitarbeiterschaft in einem Bundestagsbüro in der vorvergangenen Legislaturperiode. Mittlerweile ist er Referent in der Landtagsfraktion der AfD in Potsdam. Es gibt zahlreiche solcherlei Fälle, die immer wieder hin und her wechseln in hoher Zahl. Die Zeit hat 2018 eine Recherche gemacht zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode, wo sie all das offengelegt hat am Beispiel ihrer Bundestagsfraktion. Wir haben beim RBB eine Recherche gemacht, wo wir gezeigt haben, wie viele dieser rechtsextremistischen Aktivisten in Potsdam in dem Landtag sitzen. Sie sind integraler Bestandteil des politischen Betriebs, den die AfD bestimmt. Auch deswegen komme ich zu dem Schluss, dass die AfD der parlamentarische Arm der rechtsextremistischen Bewegung ist. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss, den tatsächlich die AfD getroffen hat, was die identitäre Bewegung angeht. Das heißt also, man darf da nicht Mitglied sein und man darf keine Zusammenarbeit haben. Also wenn Sie den anwenden auf jemanden wie Herrn Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundestagsabgeordneten Jan Welzen-Schmidt, darf der dann noch weiter wissenschaftlicher, also der ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung. Er ist Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Ja, und ist das okay? Ist als allererstes die Entscheidung des Bundestagsabgeordneten. Da habe ich als Fraktionsvorsitzender und als Parteivorsitzender noch dazu, wo es kein Parteimitglied ist, erstmal gar keinen Einfluss. Ich habe aber sehr wohl mit Herrn Welzen-Schmidt das Gespräch gesucht und ich finde es nicht in Ordnung. Das heißt, Herr Müller wird nicht mehr wissenschaftlicher Mitarbeiter? Nochmal, das ist die Entscheidung des Bundestagsabgeordneten. Das freie Mandat beeinflusst das in keinster Weise. Jeder Bundestagsabgeordnete kann einstellen, wen er möchte. Aber Sie würden dafür sorgen wollen, dass solche Menschen da nicht... Sie sagen ja, dass Sie ich würde ihn nicht einstellen, diesen Menschen ganz richtig umgeben wollen. Richtig, genau. So, die Partei, Herr Sundermeier, hat ja schon ein paar Mal eben doch Schritte gemacht, um sich von den Extremisten zu distanzieren. Der Flügel zum Beispiel wurde aufgelöst. Genau. Eine Scheinauflösung. Was heißt das? Das Personennetzwerk. Ja, wissen Sie, genau das ist falsch, Herr Sundermeier. Das Personennetzwerk. Eine Scheinauflösung existiert nicht. Das existiert nach wie vor. In Ihrer Fantasie. Nach wie vor und hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Listenzusammenstellung in verschiedenen Landesverbänden. Auch bei den alles Quatsch. Ja. Auch zum Beispiel bei der Liste der Europawahl, für die jetzt Maximilian Krah an der Spitze die
die AfD gestellt hat. Jemand, der genau in diesem Netzwerk aktiv ist und auch diese Thesen mitvertritt, die zum Teil Herr Sellner, der Identitäre, bei dem Treffen in der Villa Adlon. Ja, aber nochmal vielleicht zu dem aufgelösten Flügel, den es nicht mehr gibt. Auch dort Verfassungsschutz, jetzt kann man den ja mal in dieser Form zitieren, Verfahren in Köln. Da wurde nämlich genau diese Frage erörtert, ob der in irgendeiner Weise noch relevant beziehungsweise ob er überhaupt noch existent ist. Und es wurde vom Verfassungsschutz verneint. Mhm. Der Person, das ja, noch mal, die Person. Netzwerk der Personennetzwerk existiert nach wie vor. Ja, die klassische, darf ich meine Frage aber stellen? Deswegen kann man auch nicht sagen, dass dieses Netzwerk noch existiert. Das ist einfach falsch. Ich habe eine falsch. Frage. Also wenn Sie jetzt den Verfassungsschutz zitieren, aber gleichzeitig eben, wenn der Verfassungsschutz Er hat selbst eingestanden, dass es das Netzwerk nicht mehr gibt. Sie sind selbst an die Spitze der Partei gekommen, weil dieses Netzwerk sich mitgetragen hat. Ja, wie kommen Sie darauf? Kann ich das ist doch einfach eine Behauptung, die Sie jetzt stellen. Es ist doch einfach unverschämt. Herr Kopalla, ja. Sie zitieren jetzt den Verfassungsschutz und sagen, das, was die sagen, stimmt. Wenn die sagen, es ist... Selbst der Verfassungsschutz kann es nicht nachweisen. Darf ich sagen, wenn der Verfassungsschutz sagt, die AfD Thüringen ist gesichert rechtsextrem, stimmt das dann auch? Nein, stimmt natürlich nicht. Also das manchmal Es ist ja auch Sachsen gesichert rechtsextrem. Und interessanterweise... Thüringen, Sachsen? Ja, Frau Maischberger, interessant. Ich frage nur, also der Verfassungsschutz hat manchmal recht und manchmal nicht. Nee, hat er nicht recht. Also hat er manchmal recht und manchmal nicht. Wie kommen Sie jetzt darauf? Ja, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben gerade den Verfassungsschutz zitiert. Dann dachte ich, manchmal hat er recht. Er selbst sagt, es gibt keinen aufgelösten Flügel in dieser Form mehr. Diese Struktur existiert nicht. Also da hat er recht, der Verfassungsschutz. Ja, natürlich hat er da in diesem Moment recht. Ich wollte nur wissen, ob Sie den Verfassungsschutz dann nehmen. Wissen Sie, was ich interessant finden würde, wenn der Verfassungsschutz uns oder beziehungsweise uns als Rechtsextremisten, wie zum Beispiel in Sachsen einstuft, dass er uns diese Unterlagen und auch die Einstufungskriterien einfach mal auch zur Einsicht gibt. Mhm. Wir wissen nämlich gar nicht, wie die Einstufungskriterien sind. Man begnügt sich mit einer Pressemitteilung und damit ist alles gesagt, ohne dass man im Prinzip sagt, warum, wer, welche Person. Ich weiß es in Sachsen zum Beispiel nicht. Bin ich es vielleicht selbst? Sitzen Sie jetzt vielleicht mit einem Rechtsextremisten hier? Wissen Sie das? Er kann es auch nicht wissen, weil Sie sind der Vorsitzende einer Partei, die der gesamten rechtsextremistischen Bewegung in Deutschland zu einer großen politischen Wirkung verhilft. Mhm. Das meinen Sie? Das ist so. Ich bin der Vorsitzende der Alternative für Deutschland, der die Interessen der Bürger vertritt, der die Interessen des Mittelstands, des Handwerks und der Deutschen vertritt. Und das ist meine Aufgabe und dazu bin ich gern bereit. Ich nehme Sie jetzt beim Wort. Und wir haben, ganz kurz dazu gesagt, und auch zu dieser jetzigen Debatte, wir haben sehr viele Migranten in unserer Partei, die auch aktuell zu uns kommen, die uns zu uns stoßen. Und die sind natürlich integraler Bestandteil unserer Partei. Und denen rufe ich zu, mitzuarbeiten, dieses Land zum Besseren zu verändern. Das ist die Aufgabe. Sie sind eine Ausländer-Raus-Partei. Nein, sind wir nicht. Und zwar die einzige in Deutschland. Aus dem Grund werden Sie von vielen Menschen gewählt, die ihre Position, wir sagen, die ihre Position sind keine Ausländer raus, das muss ich ganz klar zurückweisen. Also, naja, wir sind eine Partei, die sagt, die Ausländer, die hier kein Bleiberecht haben, die hier illegal sind, die müssen raus. Darf ich eine Nachfrage? Und das ist Grundgesetz und das ist Rechtsstaat. Nehmen Sie jetzt beim Nichts Wort. Anderes. Sie sagen, also die deutsche Staatsbürger bleiben in Deutschland. Das ist ohne Wenn und Aber. Da gibt es doch kein Wenn und Aber. Ich lade sogar diejenigen ein, nach Deutschland zu kommen. Wer was anderes sagt, hat in der AfD nichts vor. Absolut. Unsere Prämisse ist das Grundgesetz. Also eine andere Frage. Wenn Frau Weidel einem Deutsch-Türken wie Deniz Yücel, das ist ein Journalist, sagt, das ist kein Deutscher, hat sie dann noch einen Platz in der AfD? Nochmal, wenn er zwei Staatsbürgerschaften hat, sollte er sich für eine entscheiden, das ist richtig. Und sonst hat er keinen Platz in Deutschland? Nochmal. Wenn er sich für eine der beiden nicht entscheiden kann, sondern beide haben. Wir sind klar, und das ist unser Programm und das ist programmatisch auch ganz. Platz in Deutschland. Natürlich hat er, wenn er deutscher Staatsbürger ist, Platz in unserem Land. Das weiß ich nicht. Frau Weidel sagt, ich weiß gar nicht, ob er deutscher Staatsbürger ist. Er ist hier geboren, er hat einen deutschen Pass. Wenn Frau Weidel sagt, er ist kein Deutscher. Er ist natürlich Deutscher, hat deutscher Staatsbürger, keine Frage. Und Frau Weidel sagt, er ist kein deutscher Staatsbürger. Vielleicht hat sie es nicht gewusst, ich weiß es nicht. Ich wusste auch nicht, dass er deutscher Staatsbürger ist. Und wenn Herr Gauland sagt, Frau Özus, die in Deutschland geboren ist, die soll man in Anatolien entsorgen? Und was ist, wenn Frau Strack-Zimmermann und auch andere Protagonisten uns beleidigen oder uns als Haufen Scheiße beleidigen? Nein, nicht. Ich würde antworten, ob jemand, der mit der deutschen Staatsbürgerschaft in Deutschland... Jeder deutsche Staatsbürger mit deutscher Staatsbürgerschaft... Kann man den in Anatolien entsorgen? Nein, natürlich nicht. Und ich denke, auch Herr Gauland hat das... Hat Gauland noch Platz in der AfD? Natürlich hat Herr Gauland... Er hat das sich dafür entschuldigt und hat es auch zurückgenommen. Es kann einem nur rausrutschen, was in einem drin ist. Bitte? Nix. Was haben Sie jetzt gesagt? Es kann einem nur rausrutschen, was in einem drin ist. Ja, das ist bei Frau Strack-Zimmermann dann der Haufen Scheiße, ja? Oder?
Herr Sindermeier. Das ist doch das. Oder bei Herrn Söder die Parasiten, die wir bestimmt haben. Der Grundpunkt ist, tatsächlich wissen wir alle nicht, was die Verfassungsschützer an Material gesammelt haben. Würden Sie denn sagen, es reicht für ein Verbotsverfahren? Und ganz kurze Antwort, werden Sie dafür? Zweiter Teil der Frage, nein. Sie sind gegen ein Verbotsverfahren, weil? Die Einstellung der Menschen löst sich dadurch nicht auf. Okay. Die AfD ist da, die kann sich morgen umbenennen, eine andere Partei gründen. Verbotsverfahren würde ewig dauern. Es gibt einfach sehr viele Menschen in diesem Land, das haben wir ja gerade in der Diskussion auch gehört, die bestimmte Probleme nicht gelöst sehen. Und da gehören Teile der unkontrollierten Zuwanderung mit dazu. Das muss man so sehen. Ja. Dass die abschiebepflichtige Menschen, über die seit Jahren diskutiert wird, dass man sie abschieben müsste, werden nicht abgeschoben. Und das Thema Zuwanderung treibt sehr viele Menschen um, treibt sie der AfD zu. Und das würde man durch ein Parteiverbot nicht lösen. Und auch die rechtsextremistischen Einstellungen vieler ihrer Anhänger und Wähler würde man auch nicht lösen. Das Problem könnte man damit nicht lösen. Gut, das ist wahrscheinlich in Ihrem Sinne. Ich muss leider aufhören, weil die Zeit vorbei ist und danke Ihnen sehr herzlich. Olaf Sundermeier, vielen Dank. Tino Chrupalla, dass Sie hier waren. Vielen Dank.